Servus Camper, VW-Bullis sind schon was Geiles. Mich hat aber bisher immer gestört, dass es hier keine fest verbauten Toiletten gegeben hat. Auf der CMT bin ich bei Westfalia am Stand fündig geworden. Der Kepler, der kann das. Es gibt natürlich verschiedene Versionen. Hier sieht man den Kepler 60. Man fühlt sich ein bisschen wie in einem schicken amerikanischen Diner, finde ich. Natürlich auch mit einem Hubdach, um Stehhöhe zu erreichen und nachts auch oben schlafen zu können, aber trotzdem Platz in den meisten Tiefgaragen zu haben. Die Küche ist von der Aufteilung her ähnlich wie beim VW California. Besonders gefällt mir hier die große Spüle, in der man auch einen Topf spülen kann. Natürlich auch mit Kühlschrank. Im Küchenblock ist natürlich auch noch Platz für andere Küchenutensilien. Und jetzt kommen wir zur erwähnten Toilette. Der Kepler One von Westfalia hat einen anderen Grundriss und ein anderes Interieur. Natürlich sind auch hier überall verteilt Schubladen im ganzen Auto. Ein Kühlschrank sorgt auch hier fürs kühle Bier. Im Heck seitlich ist die Toilette verbaut. Davor gibt es eine kleine Duschwanne. Es lohnt sich definitiv, sich das Auto auf einer Campingmesse oder beim Händler einmal genauer anzuschauen. Natürlich auch wieder hier mit Hubdach. Ach ja, fast vergessen. Den Ausbau gibt's auch auf Basis von Mercedes. Abonniert am besten gleich den Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal, euer Andi.